Hey Leute, willkommen zurück bei Knights of Pen and Paper. Ich habe ja gesagt, wir wollen gerne Nekromanten haben. Was mich da interessieren würde, inwiefern müssten wir grinden, wenn wir den Nekromanten nehmen? Nicht, dass der hier auf einmal gestorben wird, wenn wir sofort in Verlies gehen. Aber ich nehme es einfach auf mich und ich habe jetzt gelesen, wo man den bekommen kann. Die sollen nämlich zum Startdorf zurückkehren. Mal gucken, ob wir noch so viel Geld zur Verfügung haben. Knapp. Und ja, kriegen wir noch hin. Sehr gut. Und eine Quest abliefern. Und Gott, das ist knapp. Und zwar sollen wir eine Escort-Quest machen. Und zwar die des Ältesten. Deswegen beginnen wir mal. Ihr müsst uns helfen. Die Dorfbewohner haben Angst vor einigen seltsamen Erscheinungen in der Morgendämmerung. Was? Erscheinungen? Was ist denn los? Anscheinend spielt der große Zauberer mit den Toten herum. Das ist nicht das erste Mal. Schnell, bringt mich zu den Zauberern, Plural, von der Ostküste. Dann werde ich dieses Problem lösen. Wusste ich doch, dass irgendwas mit den Zauberern an der Ostküste ist. Aber wir haben nicht so viel Geld. Da würde ich sagen, wie bekommen wir Geld an? Wir werden hier reisen. Können wir auch dann gleich nochmal hier... Wir werden eh attackiert. Von jeglichen. Wir sollen ja eskortieren. Wir bekommen auch nur Gruppenerfahrung. Super. kämpfen. Hinzufügen. Hä? Warten. Ihr seid aber ziemlich aufdringlich. Warten. Warten. Sind aber nervig. Meteor. Oh, die leben alle noch. Nicht gedacht. So. Killen wir mal die mal ein bisschen. Vor allem, dass die jetzt den Magier so angesehen haben. Nicht verstanden. 4. Yeah. Und wir haben Schleim. Den wir verkaufen können. Sonst machen wir den Stockfisch. Wie viel kriegen wir dafür? 6, naja, wenigstens etwas. Und. Naja. Komm, laufen weiter. Abbrechen. Reisen. Wir haben immer noch zu wenig, aber wir können erstmal hierhin reisen. Und kämpfen natürlich gegen die nächsten Gegner. Ist ja funny. So. Komm, mach einen Feuerball. Und du machst einfach einen Betäubungsschlag. Und dann hat sich die Sache mit dem nächsten Schlag. Und jetzt bin ich mal gespannt. 5 Gold. Wir kommen nach und nach voran, würde ich behaupten. Die kostet schon 14 Gold. Also wir kommen gar nicht mehr so hin, weit hin. Da müssen wir halt eine Quest wieder machen. Triton, Seeigel. Dann machen wir Triton. Ah, da könnte schon zu viel werden. Machen wir nur 5. So, wollen wir die bluten können. Ah. Verdammt. Meteor. Zu wenig Schaden für meinen Geschmack. Zirke der Heilung. Betäubungsschlag. Ich bin 8er. Fangen wir mit 1 wieder an. Und du machst Schlag des Anführers. Jetzt fängt er auch noch an zu bluten. So. Der brennt schon mal. Weiter Zucker der Heilung. Und dann machen wir einen Betäubungsschlag auf 2. Weil der hier verbrennt gleich. Wir machen ein Schild vorher. Okay. Gut, dann hier Feuerball. Dann mache ich auf den Niederstrecken. Sollte er auch beim nächsten Mal brennt sterben. Und dann gehen wir hier auf den mit der 2. Und werden mal kurz Blitzheilung machen. Wir können uns ja auch heilen. Ist ja nicht so ein Problem. Okay, wir kennen es ja, Feuerballspiel. Und Zug der Heilung. Super. Betäubungsschlag auf den 2, ja.
Und Schlag des Anführers machen wir auf den. Dann haben wir nur noch einen, der uns angreift. Und ja, hier. Ist aber nicht sehr viel Schaden. Schade, nicht gleich besiegt. Bei dem wenigstens. So, alle mal rausschlagen, bitte. Victory! Gut, wir haben genug. Wir haben genug Geld bekommen. Fähigkeitspunkte, sehr schön. Betäubungsschlag, ja. Macht halt dann 35 Schadenpunkte mehr. Und den verkaufen wir nicht anscheinend. Können wir nur Müll schmeißen hier. Rasten wir eine Runde erstmal. Das braucht schon so viel zum Rasten. Nicht schlecht, hätte ich nicht gedacht. So, lasst uns etwas töten. Ja, dann würde ich sagen, rennen wir hier hin. Und würden erstmal gleich wieder kämpfen. Ja, wir müssen die Ältesten. Ui, was ist denn das? Machen wir erstmal Schwächen. Ein paar Geisterwachen oder sowas. Ich mache ein Schild auf den. Und ein Betäubungsschlag auf 4. Ja, auf den wird gleich geworfen, kämpft und der macht jetzt weniger Schaden. Super. Derjenige, der viel Schaden machen soll, der macht dann auf einmal wenig Schaden. Super effizient. Ah, heiliger Schaden macht sehr viel Schaden. Super. Brauche ich mir da keine Gedanken mehr machen. Und noch einen Feuerball. Niederstrecken, ja. Die sind immer noch gebufft. Gebufft. Genau, Gegenteil. Nee, das lohnt sich nicht. Jetzt bin ich wieder normal. Fluss, hätte ich mir drauf aufgepasst. Jetzt sind die auch wieder normal. Mann. Feuerball. Und wir machen hier wieder eine Schwächung für alle. Da haben wir wenigstens Ruhe. Okay. Betäubungsschlag auf den. Ich habe gehofft, dass er verbrennt. Machen wir mit die Ohr. So, der ist schon mal erwischt worden. Ach, der hat Betäubungsschlag bekommen. Ach, ja. Immer die Gegner mit ihrem Betäubungsschlag. Ich verstehe es gar nicht, wie man sowas machen kann. Sowas Fieses. Und nochmal ein Feuerball. Wir wollen ja auch Schaden machen. Nö, eigentlich kannst du hier angreifen weiter mit Niederschmettern. Und schließlich ordentlich Schaden. Und Schlag des Anführers macht dir auch ordentlich Schaden. Ach, verflucht. Na gut, jetzt stirbt er wenigstens. So, sonst greifen wir jetzt nochmal ganz normal an. Und dann haben wir mal besiegt hier. Ring der Energie plus 8 Trefferpunkte. Nein, Pizza hat niemand bestellt, immer noch nicht. Ja, ein Schleifstein, super. Ich würde sagen, wenn es möglich ist, würde ich gerne erstmal ausruhen. Oder auch nicht. Ich hoffe. Okay, das ist jetzt nicht schlimm. Wir machen mal einen kleinen Trick. Damit wir uns ein bisschen regenerieren können. Außer er. Wir kämpfen einfach ganz normal und nur er macht Magieeinsätze. Dadurch kann hier jeder beliebig Magie. Okay, der war jetzt fies. Kommen wir zur Heilung. Okay. Schweinchen wurde besiegt, Schweinchen dick. Und Gruppenerfahrungspunkte. Würde ich sagen, laufen wir weiter. Hier. So, es ist unser letzter Kampf jetzt. Oh Gott, nur ein gegen einer? Na gut, ich kann mir vorstellen, dass wenn wir dann da sind, doch noch stärker sein wird. So ein bisschen Rage kann ja, ist ja nicht schlimm. So, und dann würde ich sagen, hier, die anderen werden hier wieder nur ein bisschen raufschlagen, wie sie wollen. Sodass hier nicht so viel passiert.
Victory. Geld habe ich auch bekommen. Quest. Spielt ihr schon wieder mit den Toten herum? Tut uns leid. Wir haben versucht, sie zu kontaktieren, weil... ist nicht mehr wichtig. Wir waren das. Aber die Sache ist aus dem Ruder gelaufen. Durch die Hölle fallen Kriegsseelen ein. Beeilt euch und bereinigt diese verschworene Situation. Reist nach Hölle der sofortigen Ton. Ach, Höhle. wieder zurück. Super. Und da müssen wir wahrscheinlich ein paar Angriffswellen schaffen. 7 Kriegsseelen. Ja, machen wir erstmal 3. So, betäuben wieder ein. Ja, ist jetzt nicht so kompliziert. Würde ich sagen. Es geht eigentlich. Vollends. Betäubungsschlag. Ach, wurde er betäubt hier oder was? Das ist mein heiliges Schild. Jetzt kriegen wir das nicht hin. Also, dass er bis dahin wieder einigermaßen auf dem Bein steht. Okay. So, wieder Betäubungsschlag. Immer wieder einen aus dem Ruder nehmen, das ist super. Ja, super effizient, ich weiß. Einfach wieder mal schwächen. Nächstes mit Feuerball anzünden, dass er ein paar Runden lang Schaden bekommt. Finde ich mal ganz cool. So, 73 Schaden. Immer so geil, so viel Schaden. Ich wurde ausgenockt, sorry. Hier nochmal ein Feuerballschaden auf den. Ja, kein Problem. So, 92. Nächster, Niederstrecken. Und kurz Meteor. Verflucht. Jetzt hat's geklappt. Ach, können keinen Betäubungsschlag machen. Zu viel Mana gekostet uns das alles. Da werde ich ein bisschen Mana Drain machen. Er wird durch Schaden Mana wieder bekommen. So. Du hast ihn besiegt natürlich. Ich bin nicht gemacht. Okay. Schaffen wir es auch gegen 4? Da würde ich mal sagen, wir haben ja hier. Genau, eine kleine. Habe ich noch mehr von dem kleinen MP dran geholt? Zack. Ist aufgefüllt. Der bringt doch auch MP zurück, ja. Und wie auch immer. Haben wir wenigstens ein bisschen MP. Ja, sonst probieren wir es einfach mal. 4 Kriegsseelen sollen wir noch angreifen. Machen wir. Und ich sage mal Schlag des Anführers. Ich sage hier mal große Schwächen angesagt. Und der kriegt den Betäubungsschlag hinten an. Weil die hier werden geschwächt und der bekommt den Betäubungsschlag ab. Und dann kommt er hier auch im Feuerball ab, damit er am ersten stirbt. Okay, du machst ein heiliges Schild. Damit hast du schon mal ein bisschen Agro auf dich rauf. Und bekommst ein bisschen Wiederherstellung. Sollte schon klappen. Und dann fokussieren wir uns. Naja, obwohl, wir machen erstmal hier groß wieder Fackelstunde. So, du kannst mal ein bisschen Schlag des Anführers weitermachen. Dieses HP sieht gut aus. Dann mach Niederschmettern. Du kriegst nochmal einen Betäubungsschlag. So, dann das nächste Mal, wenn er dran ist, sollte er zu Tode brennen. So, dann würde ich sagen, machst du mal wieder Schwächen. Okay, so. Ein bisschen Mana gespart, ist auch wichtig. Ja, ich weiß, du kriegst jetzt überall Schaden her. Oder ihr kriegt jetzt überall Schaden. Aber einer ist schon mal weg und das ist schon mal gut, dann können wir die nächsten betäuben. Der eine hört schon wieder auf an zu brennen.
Ihr sollt weiter brennen. Ist mir egal, ob ihr aufhört oder nicht. Nee, ist mir nicht egal. Ihr sollt einfach weiter brennen. So. Ihr Betäubungsschlag. Ach, verflucht, ich wollte auf den anderen. Ich wollte auf dem wieder brennen und auf den anderen Betäubungsschlag machen. So, kriegen wir aber jetzt hin, oder? Ihr könnt ruhig sterben. So. Komm, zum grünen Abschluss Doppelschlag. Yes. Sehr gut. Victory! Viele Erfahrungspunkte. Und Gold. Und wir haben den Tod vorher. Wir haben den Tod versehentlich herbeibeschworen. Beeilt euch, die Zauber von der Ostküste warten schon auf euch. Okay, reisen wir wieder. Mal gucken. Oh. Ich hoffe, wieder nur einer. Hier ist nur das schwarze Loch. Alles gehört jetzt, glaube ich, zur Elite. Oder? Kann also nicht betäubt werden. Oder kann es betäubt werden? Immunbetäubung, wer hätte es gedacht. Und ich habe zu wenig Mana. Hey. Okay, ich sollte das Schild machen nächstes Mal. So, Immun gegen Betäubung, ich weiß. Ich habe kein Mana. Schwächen. Heiliges Schild. Och, jetzt habt ihr den auch noch geschwächt. Hier, Doppelschlag. Und jetzt kannst du mir endlich Feuerball machen. Sehr gut. Und zur guter Heilung. So. Doppelschlag. Falls er wieder Mana zieht, dann sowas. Das finde ich geil. Niederschmettern. Kann nichts machen. Zu wenig Mana. Betäubungsschlag. Er hat den jetzt auch noch gedämpft. Super. Das ist der Einzige, der ein bisschen Schaden machen kann. So, Victory. Schwacher MP-Trank. Und wir haben den Tod versehentlich herbeibeschworen. Und da ihr all ihre Monster besiegt habt, könnt sie ihr jeden Blick, Augenblick erscheinen. Oha. Hui. Der Tod erscheint. Na super. Wie könnt ihr all diese Kriegsseelen töten? Ich dachte, die sind schon tot. Sie alle hatten eine Bestimmung. Das ging euch überhaupt nichts an. Und nun werdet ihr um einen schnellen Tod fliegen. Gruppe wird angegriffen. Ja, wir haben kein MP. Aber wisst ihr was? Schwächung. Wie hast du Schwächeschuss? Ach, die sind nicht. Ich weiß schon, wo das Problem dran ist. Die gehören. Die sind nicht in einem Bereich. Sind die spezielle Stärke? Verflucht. MP. Oh, verflucht. MP-Trank. Ja, Herstellung. Du machst mal heiliges Schild. Oh, ich kann es machen, zum Glück. Okay, der regeneriert sich, oder was? Okay, wenigstens können die betäubt werden. Dann sind wir jetzt langsam wieder im Spiel. Der hier mit seiner Mana-Regeneration vor zu gewinnen. So. Okay, Betäubungsschlag. Obwohl der Heilige Schlag sollte er zu dem gehen. So, der brennt jetzt erstmal eine Weile. So, das geht wenigstens ein bisschen voran. Okay, irgendwie war jetzt gerade Eis. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich glaube nichts Gutes. Mal Eier hier. Wir brauchen Eier. Auch noch auf dem Feuerball. Wir machen hier fleißig Wiederherstellung mit so einem Tank. Ah, das war doch ein bisschen böser. So. So, der ist platt. Gut. So,
Du schlagst an für was? Mit Holmschlag auf den, dann haben wir wenigstens da ein bisschen Ruhe. Und der hält schon wieder auf zu brennen. Du sollst nicht aufhören zu brennen. Gut, langsam kommen wir voran, würde ich sagen. Langsam kommen wir hier wirklich voran. Sieht nicht schlecht für uns aus. Oh, 147, sehr gut. Ich glaube, beim nächsten Angriff wird er hier ähnlich untergehen. Da können wir gleich nochmal eine Schwächung auf ihn machen. Und weiterhin mit heiligen Angriff auf den. So, der ist erledigt. Und dann machen wir einen Doppelschlag. Ah, verflucht, der hat Resistenz gerade aktiv. Nur Magie bringt was. Vielleicht heilige Magie. Ja, heilige Magie bringt auch noch was. Kann man wenigstens ein bisschen hier drain. Der Strecken macht ja auch noch Schaden, heiligen Schaden. Insofern können wir mit dem auch was machen. Ja, die Folge ist ein bisschen länger, aber ich würde die Quest gerne abschließen. Ich glaube, ich kann den immer noch nicht. Hier körperlicher Widerstand. Und ich habe immer keine Magie zurück. Heißt, die müssen hier ein bisschen was machen. Weil es die einzigen sind, die hier was machen können. Also ist nicht dauernd heilen, der Idiot. So. Die mit körperlichem Widerstand. Schwächung, so. Und ja. Nochmal ein Feuerball. Weil es so schön ist. So, bald bist du erledigt. Schlag die Anführer, jetzt bist du gleich. Und jetzt ist erledigt. Sehr gut. Victory! Und ein Schnabel, den wir nicht brauchen. Was sagt der Tod jetzt so? Ich hätte nicht erwartet, dass ihr derartig stark seid. Gut, habt ihr gekämpft. Und sehr ehrenhaft. Ich werde diese Welt nun verlassen. Länger zu weilen macht keinen Sinn. Lasst mich meinen ehrenvollen Boten zurücklassen, damit ich zu euch Kontakt aufnehmen kann, wenn es sein muss. In dem Moment, als der Tod verblasst, erscheint ein Nekromant. Er wird euch in dieser und in der zukünftigen Kampagne zur Verfügung stehen. Quest dann. Und alle kriegen Level up. Super. Und das machen wir aber nächstes Mal. Bis denn. Ciao, ciao.